Einen wunderschönen zweiten Vlog-Tag, 3. August wünsche ich euch. Heute steht ein bisschen was an. Es ist jetzt schon relativ spät. Ich habe bis jetzt aber auch nicht so viel gemacht. Es ist halb zwei und ich habe bisher nur eine Bewerbung verschickt für einen Job, den ich brauche, wenn ich das mache, was ich mache, was ich euch jetzt erzähle. Denn ich werde heute die erste Information zu den zwei Sachen, beziehungsweise zu einer von den zwei Sachen, euch erzählen, die ich euch nicht verraten darf. Ich verrate es euch jetzt einfach. Weiß man. Nämlich, es ist nur eine Information. Es ist nur eine Information von vielen, die kommen werden, zu genau diesem Thema, weil das Thema ist etwas heikler. Aber es ist jetzt soweit, dass ich euch eine erste Information gebe. Jetzt, in diesem Moment. Und seid ihr aufgeregt? Ich ja, und ich glaube, das wird ziemlich cool. Und ihr könnt euch auf jeden Fall auch darauf freuen, auch wenn es euch eigentlich gar nichts angeht. Aber es wird ziemlich witzig, glaube ich. Ich ziehe um. Ja, ich ziehe tatsächlich um. Ich werde... Zum 1.9. habe ich einen Vertrag unterschrieben, dass ich zum 1.9. eine Wohnung bekomme. Ihr wisst jetzt nur das und wann. Und ihr wisst, dass wir jetzt zu Ikea fahren. Weil das ist das Coolste am Umziehen, zu Ikea zu fahren. Ich bin jetzt bei Ikea mit meiner Mama. Die ist da hinten. Auf jeden Fall suche ich heute nach einem Schrank und nach Lampen. Weil ich brauche einen Schrank und ich brauche Lampen. Macht das Sinn? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz so sicher, was hier gerade passiert. Was ist das? Wie sagst du da nichts zu? Ein Stabilitäts- und Haltbarkeitspolstermöbel wird da getestet. Aber wer macht mit seinem Stuhl jemals in seinem Leben solche Sachen? Nein, aber so setzt sich doch kein Mensch hin. Und vor allem ist das schon voll kaputt alles, oder? Dinge, die jeder bei Ikea macht. Dieses Regal sollte ich mir vielleicht kaufen. Dann reiße ich vielleicht auch mal was in meinem Wohnraum her. Ganz klassisch gucken wir uns einen Schrank an und ich habe dieses Kleid in diesem Schrank entdeckt, was ich voll schön finde. Also, der Schrank ist mir egal. So ein Pax-Schrank, wir haben uns zusammengestellt hier auf meiner Liste. Was da so alles so reinkommt, ganz toll. Ganz viel Zeug. Und das Kleid ist voll schön, gucken wir mal im Ganzen. Das ist voll süß. Guck mal, ich nehme das hier. Nein, das ist jetzt mein Schrank hier. Das ist so ein Schrank. Das ist der Schrank. Und ich will jetzt da so einen Regalboden reinziehen. Ziehe ich das rein. Und dann geht das wieder weg. Warum? Was mache ich falsch? Was ist falsch? Oh nein, ich will wieder innen einrichten. Denn ich möchte gerne diesen. Und dann möchte ich das da haben. Ich habe das schon gesagt. Und dann ist das schon wieder weg. Nein, guck mal, ich ziehe das hier dahin. Dann sollte das eigentlich da sein. So, aber dann geht das einfach weg und ist da oben irgendwo im Himmel. Guck mal, hier ist das. Du bist groß. Da, guck, das sind meine ganzen. Warum macht das nicht das, was ich will? Meine Mama hat es kaputt gemacht. Das ist dunkel geworden. Nur aufgestört. Du hast das kaputt gemacht. Nein, hab ich nicht. So, das funktioniert schon. Man muss nur Geduld. Ja, ich glaube auch. Oh nee, Mama hat die Kehle kaputt gemacht und jetzt hat sie auf die Zurücktaste gedrückt, weil das dann vielleicht zurückgeht. Ja. Guck mal, es funktioniert. Gesundheit. Ich hab schon mal beim Kaufhof das Licht ausgemacht. Das stimmt. Das ist eine lustige Geschichte. Können wir erzählen, die lustige Nein, Geschichte? Nein, ich erzähle die nicht. Ich erzähle die. Okay, wir waren. Meine Mutter brauchte, was brauchst du, einen neuen Reiseausweis oder so? Ja, einen Ausweis. Einen Ausweis. Und wir mussten Fotos machen. Dann sind wir zum Kaufhof gegangen. Und dieses Licht voll witzig, komm ich mir voll rot. Und dann sind wir zum Kaufhof gegangen. Okay. Und dann gibt es ja so einen Automaten manchmal. Der steht bei uns halt vor Kaufhof. Da kannst du halt Fotos dann machen. Mhm.
Und dann sind wir da rein und Mama macht das Foto und das kommt raus. Und also das guckt man nicht mehr. Die hat das Foto gemacht und in dem Moment stürzt das Ding ab und komplett K.O. geht das Licht einfach raus. Das war ich überhaupt nicht. Und dann ging es irgendwann wieder an, dann ging das Ding wieder an, Geld natürlich weg, Foto kam nicht raus. Haben wir nochmal versucht, Mama setzt sich rein. Macht ein Foto, das Ding geht aus, komplett kaum auf, geht das Licht auf. Das war reiner Zufall. Das war reiner Zufall. Das war ich überhaupt nicht gut. Dann sind wir zum Fotografen gegangen und haben voll viel teures Geld für scheiß Fotos bezahlt. Man glaubt es kaum. Wir haben es getan. Wir haben es geschafft, diesen Schrank einzurichten. Guck mal, jetzt habe ich hier einen großen Schrank. Da ist ein Brett, dann sieht man hier nicht, da ist so eine Stange. Was? Nee, ist jetzt egal. Stange, dann ist hier noch eine Stange, dann ist da ein Brett und da eine Schublade. Dann habe ich hier einen kleinen Schrank mit einem Brett oben, dann eine Stange, dann einem normalen Brett und noch ein Brett, so ein bisschen Stauraum. Dann noch einen Schrank, da sieht man es schön. Ach, das ist ein schöner Schrank. Hier so ein bisschen Brett, da so ein Brett, da so ein Brett, da so ein Brett und dann 1, 2, 3, 4 Schubladen. Ist das nicht mal 4? Ist das nicht ein schöner Schrank? Ja. Und vor allem fast günstig, naja. Wenn man das hier sieht, dann weiß man, dass wir den Tag optimal genutzt haben. Was? Wieso fällt mir wieder rückwärts? Der kommt aus der Ausfahrt einer rückwärts gefahren. Sehr gut. Es hagelt einfach. Man sieht das vielleicht ein bisschen. Das sind so große Hagelkörner, dass die sogar in diesen Ritzen hier einfach stecken bleiben. Vielleicht, nee, sieht man nicht. Doch, da war gerade eins. Wow. Wow, wie das aussieht. Hört sich alles ein. Ja, voll. Hier, man hört es wahrscheinlich. Es hört sich einfach ein bisschen gruselig an. Beim Jody-Vlog ziemlich obligatorisch gibt es immer etwas zu essen. Weil wir wissen ja alle, Forellen-Fabi, dass Jody immer Hunger hat. Es gibt einen Hotdog mit, was habe ich drauf? Ketchup und Mayo und Zwiebeln. Und das ist mal ein richtiger Hotdog. Mit allem. Einfach alles. Einfach alles. Und es ist lecker und draußen regnet es einfach immer noch. Und ich glaube, es hört auch einfach nicht mehr auf. Nimmt einfach die Straße weg! Wow! Was ist los? Guckt euch das an! Das ist einfach gleich voll. Was? Ich hab voll Angst. Ich hasse Wasser. Ich habe gerade versucht, den Vlog von gestern zu schneiden und ich habe dabei gemerkt, dass es einfach ultra langweilig ist, was ich getan habe, weil ich einfach nichts getan habe. Beziehungsweise ich habe viel getan, aber da, wo ich war, konnte ich immer nicht filmen. Wegen dieser Sache, dass ich euch nicht erzählen darf, was ich gerade mache und so. Das ganze Video lang habe ich einfach nur gesessen und erzählt, was ich getan habe. Das kann ich euch nicht antun. Und dann habe ich geschrieben, auf Twitter, Ja, das habe ich geschrieben. Ich habe bla bla, aber das werde ich nicht hochladen, weil es einfach wirklich ultra langweilig ist. Und dann kommen die ganzen Leute und schreiben, was trotzdem, doch, bitte lass hoch, bla bla. Und habe ich geschrieben, es ist wirklich langweilig. Und dann haben die Leute geschrieben, es ist auch was Neues, ich will es mir trotzdem angucken. Bla 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 bla. Bla bla bla. Ich werde es auf jeden Fall nicht hochladen, es ist richtig langweilig. Aber ich kann euch auf jeden Fall mal kurz durchzeigen, was so passiert in diesem Video. Moment. Also hier sitze ich und erkläre euch, dass es heute mein erstes Mal Vlog-Tag ist. Und erzähle, dass ich nach Köln fahre, wo ich ein Meeting habe, von dem ich euch aber nicht weiter erzählen darf. Was ultra langweilig ist, das erzähle ich einfach so 20 Jahre lang. Dann, was mache ich noch? Dann mache ich ein Rubbel los. Bei dem ich denke, ich kann Geld gewinnen, aber man kann nichts gewinnen, nur einen Gutschein für eine Apotheke. Aber ich gewinne nichts. Hier, man sieht, ich habe versagt. Ich habe versagt, ich versage immer noch. Ich versage, bla bla. Dann, das finde ich wirklich interessant. Moment, wo ist das? Da. Das ist ein Flugzeug. Das, was ist das? Das ist einfach über mich drüber geflogen. Das war so laut und ich habe gedacht, es wäre Krieg. Aber es war, glaube ich, kein Krieg. Ich glaube, das war einfach, ich weiß nicht, was das war. Richtig dicke Propellermaschine, keine Ahnung, es war so laut. Dann erzähle ich euch, dass ich in Köln gewesen bin und dass das Gespräch cool war. Und dann erzähle ich euch, dass ich mit der Arbeit fertig gewesen worden bin. Also ich habe ja ein Praktikum gemacht und dann erzähle ich, dass ich halt nicht mehr da bin und dass ich diese Hut hier geschenkt bekommen habe von meinem Chef. Und das finde ich ganz cool. Und ich erzähle euch das, weil ich danach in die Metro fahre.
was ich aber nicht gefilmt habe, weil ich nicht filmen wollte in der Metro irgendwie. Habe ich euch noch erzählt, dass ich Modern Warfare mit Izzy spiele, was natürlich auch super interessant war. Und dann habe ich euch erzählt, dass ich jetzt noch Videos gucke und dass ich eigentlich ganz cool fand, ein bisschen zu vloggen heute. Und ich frage euch, wie euch das gefallen hat. Was ich jetzt nochmal mache, ach ja, guck mal, hier sehe ich noch die Kommentare. Die Kommentare unter dem Video, dass ich jetzt vloggen möchte. Auch natürlich super spannend. Da habe ich auch ziemlich viel drüber geredet. Ich weiß nicht wieso. Und dann habe ich gesagt, ja, bla 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 bla. So, dann habe ich hier noch irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Sage ich da auch noch irgendwas? Ja, irgendwas sage ich da auch noch. Aber ich weiß leider nicht was. Und ich glaube, dann habe ich Tschüss gesagt. Auf jeden Fall, das war mein Daily Vlog von gestern. Habt ihr jetzt gleich zwei Daily Vlogs in einem bekommen? Ist das nicht phänomenal? Und jetzt müsst ihr euch den anderen nicht mehr angucken. Müsst ihr nicht traurig sein, dass der nicht gekommen ist, weil es war wirklich öde. Heute gab es wenigstens ein bisschen was draußen und so, aber naja. Fast vergessen, euch zu zeigen, was ich heute alles gekauft habe. Und zwar war ich erfolgreich. Ich habe mir erstmal ja natürlich den Schrank zusammengestellt. Dann habe ich mir zwei von diesen Lampen hier gekauft. Die haben so einen weißen, so einen Schirm halt. Die finde ich voll niedlich, dann für den Schrank so weiße Dinger einfach, weil ich keine Tür haben möchte, halt dann halt ne, so weiße Vorhänge und diese große Vorhangstange, das sind diese Dinger zum Festigen, das sind die Dinger für den Vorhang, die finde ich voll süß, voll der Schnickschnack so einfach ein bisschen und ja, dann noch diese Lampe, so ist die. Halt als richtige Lampe. Finde ich ganz schön, weil meine Decke in der neuen Wohnung wird ziemlich hoch sein. Das heißt, ich brauche eine Lampe, die halt so ein bisschen runterhängt, weil sonst ist es einfach zu klein. Deswegen die. Ich glaube, das wird ganz gut. Das war es eigentlich schon. Also wie gesagt, den Schrank noch. Aber viel mehr brauche ich auch nicht, weil mein Bett nehme ich mit. Ich nehme noch einen anderen Schrank nehme ich mit. Und mein Schreibtisch nehme ich mit. Deswegen brauche ich gar nicht so viel, was ziemlich gut ist. Weil dann muss ich ja nicht so viel kaufen. Das heißt, ich muss nicht so viel Geld ausgeben und ich habe mehr Geld für Kram, für Schnickschnack, weil ich mag Schnickschnack. Ich bin beim Dom angekommen. Oh, guck mal, wir sehen voll gleich aus. Ah. Ich bin grün. Doch, da oben am Kopf. Und du hast eine Cap auf und dann sehen wir gleich aus. Weil ich finde, Dom und ich sehen uns sowieso voll ähnlich. Guck mal, unsere Augen sind gleich. Und wir machen jetzt noch ein Nachbarvideo. Und dann machen wir irgendwas anderes. Ich will noch rausgehen. Ich auch, es ist voll schön draußen. Ja. Es ist ein bisschen abgekühlt, weil es ja super geregnet hat, wie wir gerade gesehen haben. Und dann jetzt sind alle meine Lieblingsmenschen in einem Video. Mhm. Ich, meine Mama und der Dom. Mhm. Alle meine Lieblingsmenschen. Mhm. Hab ich das schön gesagt? Okay, und dann beenden wir jetzt den Vlog einfach zusammen. Guck nicht so deppert. Du bist nicht so dumm. Guck, ja, so ist schön, so ist schön. Wir beenden den Vlog und sagen Ciao! Nein! Nochmal, gleichzeitig. 1, 2, 3, Ciao!